Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Termin der Kinderuni in diesem Jahr. Wir sind mit 5 Leuten hier, weil wir einiges zu zeigen haben und auch einiges, wo ihr selbst mitmachen könnt. Wir haben hier zu meiner Rechten. Mein Name ist Angelika Lückert. Ich habe in Aachen Architektur studiert und bin Assistentin hier an der Architekturfakultät. Mein Name ist Hendrik Vogel. Ich habe an der Hochschule für Gestaltungsszenografie studiert. Das kann ich euch später erklären, was das ist, wenn euch das interessiert. Und ich arbeite auch als Assistent hier an der Fakultät für Architektur. Mein Name ist Matthias Leschock. Ich bin Architekturstudent und arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft am BLM. Hallo, mein Name ist Florian Rothermel. Ich studiere auch Architektur im 6. Semester und bin auch Hiwi hier am BLM-Institut. Genau, also wir haben ja jetzt festgestellt, dass einige von euch schon mal da waren. Ihr seid schon fast Profis. Trotzdem ein paar Worte zu einer Uni allgemein. Eben ist das Wort Fakultät auch gefallen. Das sind so Organisationseinheiten, wo einfach thematisch Dinge zusammengefasst sind. Das nennt man Fakultät. Wir kommen aus der Fakultät für Architektur, da gibt es noch andere Fakultäten, Maschinenbau, Informatik und so weiter. Und dann haben wir Assistenten, wir haben Professoren, wir haben Studenten und da gibt es auch komische Titel dann. Kandarch, das ist Latein, das heißt, es ist ein Kandidat der Architektur, das ist jemand, der studiert und dann jetzt dann bald sein Diplom bzw. neuerdings seinen Master in diesem Fach macht. So ein Campus ist eigentlich wie eine kleine Stadt. Wir haben viele Hörsäle, wir haben viele Büros, wir haben auch etwas zum Essen, wir haben auch ein kleines Schwimmbad hier, wenn ihr das alles schon kennengelernt habt, hier auf dem Campus. Und wir wollen jetzt mit euch zusammen erstmal ein Thema klären, wo man sich eigentlich fragt, warum machen wir das an der Uni? Also warum beschäftigen wir uns hier an der Uni auch mit so etwas wie Spielekonsolen? Wir wollen euch prinzipiell erklären, wie funktionieren die und was kann man damit eigentlich außer Spielen noch machen. Einige von euch werden es vielleicht auch zu Hause haben und wenn ihr dann nach Hause wieder geht, wisst ihr mehr über diese Dinge und ihr könnt auch in Anführungszeichen sinnvolle Dinge damit machen. Also etwas, was man darüber hinaus, über das Spiel hinaus machen will. Wir haben das am Beispiel von 5 Szenarien für euch aufgebaut, die ihr dann hier auch selbst bedienen könnt, auch im Anschluss daran. Und wir wollen dann eine Zusammenfassung, einen Überblick geben, was wir denn so gelernt haben und was wir daraus für Schlüsse ziehen. Ihr kennt diese Dinge. Wer von euch hat denn sowas zu Hause? Ja, es ist fast alle, ich habe es geahnt. Oder ihr kennt diese Dinge auf jeden Fall wie Xbox. Und das eigentliche Entscheidende bei uns sind nicht diese Spielekonsolen, die hinten dran sind, das sind eigentlich Rechner. Das sind recht gute Rechner, mit denen man etwas machen kann, sondern die eigentlichen interessanten Dinge sind diese Geräte hier. Wer weiß denn, wie die heißen? Bitte? Im grünen Hemd, bitte? Ja. Das sind die Controller, mit diesen Dingen kontrolliert man die Maschine oder das Spiel. Und das ist das eigentlich Interessante, was uns interessiert an diesem Bereich der Spielekonsole. Dieser Controller hier auf der rechten Seite ist ein Controller, den man in die Hand nimmt und dadurch irgendetwas auslösen kann. Viel interessanter ist der Controller auf der linken Seite hier, diese Kinect, weil da passiert etwas ganz Erstaunliches und auf das wollen wir uns heute auch mit euch zusammen konzentrieren. Dieses Ding ist die Kinect. Das ist ein Controller, der ohne dass man irgendetwas in die Hand nimmt, einfach durch Bewegung, durch Gesten etwas auslösen kann. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Ja? Das ist ein ganz erstaunliches Gerät. Das gibt es seit 2010, also seit knapp 3 Jahren jetzt. Und es ist ein Gerät, was jetzt auch im Guinness Buch der Rekorde steht, weil es wurde noch nie so schnell ein technisches Gerät der Unterhaltungsindustrie so viel verkauft wie dieses Gerät. Und das ganz Erstaunliche dabei ist, dass ungefähr die Hälfte von diesen verkauften Geräten nicht in irgendwelchen Wohnzimmern landen, sondern an den Hochschulen. Oder irgendwelche Leute, die damit irgendetwas basteln. Und wir wollen mit euch herausfinden, warum das so ist. Die, die das schon gespielt haben, sie wissen, dass wir dann durch Bewegung ein Spiel spielen können, wie zum Beispiel hier Bowlen oder eben Beachvolleyball und solche Dinge. Und
was wir jetzt einführen wollen, als erstes mal ist der Begriff der Interaktion. Das heißt, ihr interagiert, ihr setzt euch in Beziehung zu dem Spiel, ja, durch eure Gesten. Ne? Wir nennen das Interaktion oder auch den Mensch-Maschine-Dialog. Also wie rede ich, wie kommuniziere ich mit dieser Maschine? Und das ganz Erstaunliche jetzt an dieser Kinect, die wir euch näher darstellen wollen, ist, dass es in einer gewissen Tradition steht der Computergeschichte. Hier ist ein Computer aus den 50er Jahren. Wenn ihr genau hinschaut, dann gibt es da viele Kabel, viele Stöpsel. Ihr werdet dort kaum einen Bildschirm finden. Dann gibt es so etwas wie diese Lochkartenmaschinen. Damit wurden früher die Befehle an Computer übergeben. Das sind einfach Karten, wo Löcher drin sind. Ja, und das könnten die Maschinen verstehen. Dann gab es solche Maschinen, teilweise mit Kurbeln. Ihr seht dadurch, dass einfach immer die Technik weiter fortgeschritten ist, ist auch die Art und Weise, wie man mit diesen Computern umgegangen ist, hat sich verändert. Knöpfe, das ist der erste Apple-Computer, also Apple, denke ich, kennt ihr, wo man noch selbst zusammenbauen musste. Und dann, erst Jahre später, kommen eben diese Tastaturen auf den Markt, wie wir sie heute kennen. Und eben die Maus, das links ist übrigens die erste Maus, die es gibt, die ist von 1963. Und jetzt passiert etwas, und das passiert in den letzten Jahren sehr, sehr schnell. Zum Beispiel diese Oberflächen, die man berühren kann, Touchscreens. Ich denke, ihr habt es schon auf Telefonen, auf diesen Geräten gesehen oder selbst ausprobiert. Als nächstes, was es auch schon dort gibt, ist, dass man mit diesen Computern spricht. Und das ist etwas, was jetzt ganz gut funktioniert. Da hat man lange dran geforscht. Jetzt kann man das ganz gut in den Griff bekommen und man kann es, diese kleinen Geräte, auch mit der Sprache kontrollieren. Und als nächstes ist etwas, wo man mit Gesten arbeitet. Ja? Das ist ein kleines Gerät hier in diesem Beispiel. Wir haben es hier vorne liegen. Und dieses kleine Gerät erlaubt, durch eine gewisse Gestik vor dem Computer etwas auszulösen. Und da kommen wir schon sehr nah an das ran, was diese Kinect eigentlich kann und macht. Es geht noch weiter. Es funktioniert noch nicht so ganz gut. Das ist ein Ding, was man sich aufsetzt. Ja? Tut nicht weh, das kitzelt ein bisschen. Und dieses Gerät misst die Spannung, also der Strom, der aus dem Kopf herauskommt, wenn man etwas denkt. Jedes Mal, wenn ihr was denkt, dann kommt da oben was raus. Das kann man messen. Ein Arzt kann das messen. Und diese Geräte können das auch messen. Und damit kann man auch interagieren mit einem Computer. Das geht noch nicht gut. Das ist sehr unzuverlässig, aber es kommt so langsam auch in den Bereich rein, wo wir uns dafür interessieren. Also ihr seht einfach auf dieser Zeitlinie hier, dass sich verschiedene Dinge einfach tun. Und dass wir jetzt in einem Bereich sind, wo diese Sachen sehr gut laufen, wo man mit Gesten etwas tut mit einem Computer, sei es Spielekonsole oder sei es ein konventioneller Rechner. Wir möchten das als erstes mal ein Beispiel von einem Teil hier demonstrieren. Das ist jetzt dieses kleine Gerät, was ich eben euch gezeigt habe. Und es ist jetzt möglich, wenn ich jetzt mich diesem Gerät annähere, seht ihr, dass da diese fünf Punkte, das sind meine fünf Finger, wenn ich jetzt nur einen ausstrecke, nur einen Punkt, ich kann eigentlich diese Harfe bedienen. Ja? Wenn ich 10 Finger dazu nehme, seht ihr 10 Punkte. Und ich kann, wenn ich es könnte ich jetzt ein Lied drauf spielen. Ja? Das geht sehr zuverlässig. Ja? Wir können es nachher mal gerne ausprobieren. Das heißt eigentlich, dass dieses kleine Gerät hier ist etwas so ähnliches wie diese Kinect, die wir hier an zwei Stellen noch aufgebaut haben, mit dem wir jetzt euch verschiedene Sachen zeigen wollen. Diese Kinect ist ein Gerät, was sehr aufwendig ist und auch sehr, also da steckt eine Menge Forschung darin. Und Frau Lückert wird euch kurz erklären, was da so drin steckt und wie es im Groben funktioniert. Also hier auf dem ersten Bild seht ihr erstmal die ganzen Einzelteile, die dieses elektronische Gerät hat. Im nächsten seht ihr eigentlich so die wichtigsten drei Elemente. Da seht ihr einmal die Kamera in der Mitte, das ist eigentlich eine ganz normale Kamera, wie auch in einer Fotokamera. Und die wichtigsten Elemente sind eigentlich der Sensor und der Infrarotprojektor. Achso, gibt es keine? Kommt das andere erst danach? Ihr seht jetzt, also was die Kinect ja eigentlich machen muss, wenn sie euch erfasst im Raum, also entweder ein einzelnes Objekt oder euch als Körper, die muss ja wissen, wo ihr seid. Okay.
Und dazu, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, also haben wir hier vorne das auch aufgebaut, erfasst ihr ja sozusagen erstmal den ganzen Raum. Hier haben wir das, wenn ihr unten an dieser Z-Achse runterguckt, das ist sozusagen der Nullpunkt. Und dann gibt es diese Achsen auf dem Boden, X und Y, und das Ganze nennt sich, wer weiß das? Weiß das schon jemand von euch? Genau, das Koordinatensystem. Und im Koordinatensystem, wenn ich dann sozusagen hier an einem bestimmten Punkt oder wieder oben einen Ball habe, dann weiß ich, wo der sozusagen in der Höhe ist, und ich weiß, wo der hier ist und wo der an der Stelle dort ist. Und diese drei Punkte bestimmen dann die genaue Bezeichnung im Raum. Und das ist eigentlich, was die Kinect auch erfasst. Und wie die das macht, das zeigen wir euch auch gleich nochmal. Das ist, was ihr später oder auch in der Mathematik immer wieder sehen werdet. Also ihr habt einen Punkt im Raum und da braucht ihr diese drei Angaben. Wenn ihr nur einen Punkt auf dem Boden habt, braucht ihr nur zwei Angaben. Dann braucht ihr nur X- und Y-Koordinaten. Und da sieht man jetzt, wenn es zum Beispiel ein Punkt im Raum ist, dann lässt man eigentlich, dann projiziert man den auf den Boden und dann sucht man sich die Stellen auf der X- und Y-Koordinate und hat dann die drei Koordinaten. Und das sind hier zum Beispiel, an der Stelle wären das drei auf der X, auf der Y, 5 auf der X und in der Höhe wäre das dann 4. Wir sind jetzt wieder bei der Kinect und da sehen wir wieder diese beiden. Und was machen die? Also wie schaffen die das, dass die eigentlich euch oder irgendeinen Gegenstand im Raum messen? Und das ist bei dem Infrarotprojektor, also ein Projektor projiziert. Das heißt, da kommt Licht raus und der Sensor erfasst das dann wieder. Ja, also es kommt Licht und er erfasst den Körper und der Sensor hat dann die Information, der erhält dann die Information zurück. Was für Licht kommt da jetzt raus? Wieso seht ihr das eigentlich nicht? Und das Licht, das seht ihr hier oben. Es gibt einmal dieses ultraviolette Licht, das ist ganz schnell. Und dann gibt es auf der einen Seite das Infrarotlicht. Und das ist wieder in einem Bereich, den ihr nicht sehen könnt. Und wenn man eine Kamera anschaltet, die das Infrarotlicht sieht, dann kriegt man das Bild, was hier unten ist. Das heißt, die Kinect, die schickt so eine Punktewolke raus. Das sind lauter das Infrarotlicht, was so Punkte rausschickt. Und das misst dann den Körper im Raum. Und das ist eigentlich, das Infrarotlicht kennt ihr auch, beziehungsweise wird auch genutzt, ganz normal, bei der Fernsteuerung, den ihr einfach beim Fernseher nutzt. Da ist vorne auch manchmal, seht ihr, so leuchtet es so rot und diese Verbindung funktioniert auch über Infrarot. Das sehen wir jetzt nochmal genau, wie die Kinect eigentlich die Körper im Raum misst. Wir haben das mal so ein bisschen aufgebaut, dass den Sensor nicht mehr in der Kinect zeigen, sondern außerhalb, wie zwei verschiedene Kameras. Und da seht ihr jetzt zwei verschiedene Personen im Raum, die auch wie in so einem Koordinatensystem stehen. Und der Projektor schickt eben dieses Licht raus. Und wenn das auf eine Stelle auftritt, dann gibt es da eben diesen Widerstand und dann wird das Licht wieder zurückgeworfen. Und der Sensor erfasst das und die Kinect misst dann den Abstand und misst die Position im Raum. Und so weiß er genau, eben wo die Leute sich im Raum bewegen und kann dann eben eure Bewegung, die ihr im Spiel macht, auch umsetzen und auf die reagieren. Genau. Und da haben wir jetzt einmal noch, das ist ein bisschen dunkel hier oben, das ist so ein Bild mit dieser Punktewolke. Also wenn ihr wieder euch vorstellt, das Infrarotlicht wird in den Raum geschickt, dann ist alles, entsteht diese Punktewolke und man kann das dann einmal so messen. Hier dieses Bild, was ihr seht mit dem Rot,
im Vordergrund und mit dem Grün im Hintergrund. Das heißt, er weiß oder man kann einfach bestimmen, welche Bereiche vorne sind und hinten und kann dann sagen, alles, was eben vorne passiert, da reagierst du dann da drauf. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man machen kann. Und das andere, was ihr bestimmt auch kennt, bei der Kinect muss man sich ja erstmal sozusagen anmelden und dann nimmt man diese Stellung ein. Und wenn man diese Stellung einnimmt, dann misst er nicht nur, wo man steht, sondern er kennt einen auch wirklich als Person. Und wenn er einen als Person erkennt, kann man an jedes Gelenk einen Befehl knüpfen. Und das werdet ihr auch nachher sehen, damit werden wir verschiedene Dinge auch machen mit Klang. So, das ist die Theorie, die eigentlich notwendig ist, um das zu verstehen, was jetzt damit möglich ist. Also wir wissen jetzt, die Kinect, also die Konsole, der Controller für diese Konsole, ist ein Sensor, der kann die Entfernung von Gegenständen bestimmen, und zwar sehr präzise. Und er kann auch innerhalb dieses Feldes, was er findet, Menschen erkennen als Menschen. Das werden wir auch gleich live sehen. Und darüber hinaus kann dieser Rechner, der da dranhängt, Gesten von diesen Menschen erkennen und irgendetwas damit tun. Zum Beispiel in dem Beispiel der Spiele eben eine Bowlingkugel werfen oder einen Ball spielen oder bei uns eben andere Sachen machen. Ja, das heißt, er kann jetzt nicht nur hier diese Informationen an diese Spielekonsole schicken, sondern eben auch an einen ganz konventionellen Rechner. Und das wollen wir jetzt euch in ein paar Beispielen zeigen. Und dafür brauchen wir natürlich auch eure Hilfe. Wir haben als erstes ein kleines Programm für euch hier aufgeladen, wo es darum geht, dass man das mit den Koordinaten nochmal ein bisschen genauer sehen kann. Brauchen wir jemand von euch, der sich bereit erklärt, mal hier vor diese Kinect zu stehen? Könnt ihr vielleicht ja gleich hier am Anfang? Ja? Das ist ein kleines Programm, wo man jetzt nicht genau, also nicht verstehen muss, was es da genauso drinsteht. Das ist auch etwas kompliziert. Und wenn, wie heißt du? Lara. Lara, wenn du dich kurz bitte hier hinstellen kannst, werde ich jetzt das Programm anwerfen. Da kommt jetzt ein kleines zusätzliches Fenster und es wird diese Kamera sein, die Angelika Lückert eben beschrieben hat. Du siehst dich da stehen und Lara, wenn du jetzt ein bisschen zurückgehst und die Arme so nach oben nimmst, ja, dann hat er dich erkannt als Lara, als Mensch. Und wenn du jetzt, man sieht es hier an der Ausgabe bei diesem Programm hier unten, wenn du jetzt diese Hände so bewegst, vor allem mal nach vorne, könnt ihr alles sehen, dass diese Kreise sich in der Größe verändern. Das heißt, der Rechner kann feststellen, die Kinect stellt fest, wenn die Hand von der Lara weiter vorne ist, wird der Kreis größer. Und hier unten könnt ihr diese Koordinaten sehen, die Angelika Lückert eben gerade erklärt hat. Ja? Also das heißt, dieses Ding nimmt hier wahr in einem gewissen Bereich, erkennt die Lara und projiziert jetzt auf die beiden Hände, auf dem Kopf Kreise und gibt die Koordinaten aus. Ein ganz einfaches Programm. Ne? Vielen Dank, Lara. Jetzt kannst du wieder zurückgehen. Was? Ja. So, das Nächste, was wir euch zeigen wollen, da brauchen wir jetzt zwei von euch, weil man kann natürlich auch interagieren. Das ist wieder ein kleines Programm. Wir können das machen. Vielleicht liegt gerade zwei hier vorne. Ihr könnt es nachher alles selbst ausprobieren, ja? Das ist keine Schwierigkeit. Ihr seht hier einfach einen ziemlich haarigen Ball und hier vorne einen kleinen grünen Punkt. Und wenn ihr beide, wie heißt ihr bitte? Christoph und Maurice, wenn ihr beide nach vorne kommt, immer näher, bis und streckt mal die Hand nach vorne, jeder eine nur, seht ihr, dass an dieser Stelle, wo jetzt die beiden Hände sind, ist es rot. Das heißt, dort ist der sensible Bereich jetzt von dieser Kinect. Maurice, nimmst du mal die Hand runter, bitte. Seht ihr, dann wandert der Punkt nur zu ihm, ja, und wenn du die Hand nochmal dazu nimmst, wandert der Punkt dazwischen. Und wenn ihr jetzt beide die Hände bewegt, könnt ihr sehen, dass dieser Punkt sich bewegt und damit automatisch auch diese Kugel. Ihr könnt auch nach oben, nach unten das mal ausprobieren, ja. Und das sind diese Dinge, die jetzt einfach damit gemacht werden können, abseits von diesen Spielen, die ihr kennt. Vielen Dank.
So, als nächstes haben wir ein weiteres Programm hier mitgebracht, wo es darum geht, nicht die einzelnen Hände und Knie und so weiter zu erfassen, wo einfach ihr sehen könnt, dass wenn jetzt verschiedene Spieler zusammenkommen, wird es mit unterschiedlichen Farben, werden die unterschiedlichen Spieler als Menschen erkannt und dargestellt. Wir können jetzt stufenweise mal Kinder hier nach vorne bringen, bitte. Ja, könnt auch nach vorne. Also erstmal, ja, es ist blau, der nächste bitte. Grün, noch jemand? Wir schauen mal, wie viel die Kinect schafft. Es müssen unterschiedliche Farben sein. Sind wir schon 3, 4, 5, ihr seht, das sind alles unterschiedliche Farben. Noch jemand, bitte, wir können doch von da kommen. Ja, vielleicht hier. Ja, das sind immer noch unterschiedliche Farben, bitte einfach nur weiter. Noch mehr? Wer möchte noch dazu? Bitte auch gleich daneben. Also wir wissen nicht genau, wann das aufhört. Irgendwann erkennt er die unterschiedlichen Personen nicht mehr, aber es funktioniert schon ganz zuverlässig, dass ihr einfach als Menschen hier erkannt werdet. Jetzt, glaube ich, wird er ein bisschen durcheinander, weil dann eben zwei rote Menschen plötzlich auftauchen. Ja? Okay, vielen Dank. Ihr könnt wieder auf eure Plätze gehen. So, und das nächste Beispiel, was wir euch zeigen wollen, ist, dass man jetzt auch verschiedene physikalische Experimente damit machen kann. Wir haben hier ein weiteres Programm mitgebracht, wo es darum geht, dass Dinge, die von oben jetzt runterfallen, von euch gesteuert werden können. Viele von euch werden schon im ZKM gewesen sein. Das ist dort auch eine Installation, die mit den Seifenblasen. Hat das jemand schon mal gesehen? Okay. Letztendlich ist das auch etwas, was man einfach mit der Kinect steuern kann. Da bräuchte man wieder einen von euch, der. Jetzt machen wir mal bitte vielleicht hier gleich am Anfang. Ja? Kannst du kommen? Ihr seht, da fallen jetzt Dreiecke, verschiedene geometrische Figuren nach unten. Wenn du dich langsam mal annäherst an die Kinect, wirst du erkennen, also an einem gewissen Punkt erkennt er dich, ja. Und du kannst jetzt die Hände mal bewegen und letztendlich diese Dinge auffangen, ja. Und jetzt versuch mal so viel wie möglich zu fangen und dann plötzlich deine Hände runterfallen zu lassen, dann fallen diese kleinen Objekte einfach nach unten, ne? Mal deine Hände nach unten jetzt. Lass sie mal nach unten, bitte. Ja? Kannst du deine Hände einfach mal runterfallen lassen? So, und jetzt fallen die nach unten, ne? Das heißt, man kann auch mit diesen Dingen das so programmieren, dass man, danke, kannst du dich wieder setzen, dass man mit physikalischen Gegebenheiten auch über die Gesten, über das Erscheinungsbild kommunizieren und damit Experimente machen. So, das Wort Programmieren, das ist schon gefallen hier. Das ist natürlich dann eine Grundvoraussetzung, die man haben muss. Ihr habt im Hintergrund immer diese Programme dort gesehen. Die sind relativ kompliziert und man muss das lernen, aber wenn ihr mit diesen Dingen anfangen wollt, umzugehen, gibt es auch für euch Programme, mit denen ihr das ganz, ganz gut machen könnt. Eines davon und wahrscheinlich das Beste ist ein Programm namens Scratch. Und dieses Scratch, wenn ihr im Internet das eingibt, werdet ihr das sehr schnell finden, ist eine Oberfläche, womit man Programme erstellen kann, die ganz logisch funktionieren. Ihr habt dort solche Funktionen, wie gehe dann dahin oder wenn die Maus hier klickt, mache das, ja. Und genau das ist das, was Programmieren auch, Sprachen auch machen. Wenn das passiert, mache das oder mache etwas so lange, bis das und das eintritt, ja.
Und das ist eine Programmierumgebung für euch, für euer Alter gemacht, die ihr nutzen könnt. Und das Tolle daran ist, es gibt eine Erweiterung dafür, wo ihr auch die Kinect in diese Programme mit einbinden könnt. Auf der Webseite dann könnt ihr diese Links dann finden und ihr könnt es dann auch ausprobieren. Das sind zwei englische Begriffe, mit denen ihr, wenn ihr damit zu tun habt, immer in Berührung kommt. Das eine ist Open Source, das andere Do It Yourself. Open Source heißt, es ist eine offene Quelle. Das heißt, alles, was dort getan wird, das meiste, was dort getan wird, ist offen. Das heißt, irgendjemand macht es und behält es nicht für sich, sondern er gibt es weiter. Ja? Das sind auch diese Programme, die wir da benutzt haben. Wir haben die teilweise verändert und wir geben die weiter. Das heißt, wir schützen die nicht, sondern es ist offen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und Do-it-yourself heißt einfach, mach es selbst. Mach diese Dinge selbst. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren ganz, ganz tolle Entwicklungen zur Folge hatte, dass Leute sich irgendwo hinsetzen, diese Kinect auseinanderschrauben, Sachen zusammenlöten und damit experimentieren. Und dadurch entstehen diese Dinge, die heute mit dieser Kinect auch sonst über die Spiele hinaus gemacht werden können. Do it yourself und Open Source sind dort die Schlagworte. Und da entstehen solche Labors in allen größeren Städten, auch in Karlsruhe gibt es das, wo einfach die Leute zusammensitzen, um etwas zu tun. Ne? Wir kommen jetzt zum weiteren Bereich, da wird Hendrik euch sagen, wie man jetzt mit dieser Kinect auch mit offenen Werkzeugen eine Musikkomposition machen kann. Genau. So. Also die Kinect, um irgendwas damit zu steuern, habt ihr jetzt schon gesehen, brauche ich eigentlich immer eine Software, mit der ich noch zusätzlich arbeite. Also eine Software, wo diese Informationen, die die Kinect ausliest aus diesem Koordinatensystem, diese Informationen quasi verarbeiten kann. Und im Musikbereich ist es ja so, ihr wart sicher schon mal, wer war schon mal auf einem Konzert? Ja, fast alle. Und ihr habt sicher alle schon mal so ein Mischpult gesehen, oder? Bei so großen Konzerten ist es ja so, da sind immer 6, 7 Musiker auf der Bühne. Der eine spielt Gitarre, der nächste spielt Schlagzeug, dann hat man einen Sänger, einen Gitarristen und so weiter. Und jeder von diesen Musikern wird in eine Anlage eingespeist. Und dann sitzt da einer von einem großen Mischpult und mischt die Lautstärken so ab, dass es sich dann, wenn ihr vorne dran steht, gut anhört. Genau. Und das wird auf Konzerten mit so einem echten Mischpult gemacht. Und inzwischen gibt es da aber ein Programm, mit dem man das digital machen kann. Und das sieht so aus. Und das möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, als allererstes, wie das denn funktioniert, wenn man da so ein Programm benutzt. Und ich habe das jetzt hier vor mir. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hat man auch wieder so einzelne Spuren, wie bei einem Mischpult. Das Ganze ist aber virtuell im Computer drin. Und ich kann jetzt auf jede Spur einzelne Sounds geben und die dann abspielen. Anders als bei einem Konzert ist es so, dass ich einzelne Dateien habe, die eben einen Sound beinhalten. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wenn ich das anklicke, dann sehe ich hier unten, dieser kleine Container enthält irgendwas. Und jetzt klicken wir hier mal Start. Und dann hört man, das ist so ein Bass. Und jetzt kann ich hier noch einen anderen Sound dazu nehmen. Und so wird eigentlich heute Musik gemacht. Also das Musikproduzieren findet eigentlich hauptsächlich am Computer statt. Und eben mit dieser Software. Und jetzt kann ich eben durch mein Lied eigentlich durchklicken. Und es werden immer andere Container ausgelöst, die eben einen anderen Sound beinhalten. Genau. Und jetzt, was hat es mit der Kinect zu tun? Natürlich kann ich jetzt meine Stimme oder Musik auch über Gesten steuern. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Müssen wir kurz warten, bis das nächste Programm aufgegangen ist. Jawohl.
Jetzt seht ihr hier dieses Bild, was wir vorhin schon gesehen haben. Das ist das Programm, mit dem ich mich tracke, also mit dem ich meinen Körper einlese. Und dann werden diese Daten von meinem Körper in die Software, die ich euch gerade gezeigt habe, gesendet. So, jetzt habe ich hier meine Stimme drauf. Variante, dass ich eben über ein Mikro spreche und meine Stimme damit verändere. Und die andere Variante, die ich euch jetzt zeigen möchte, ist, dass ich damit eben Musik mache. Ja, vielen Dank, Hendrik. Das ist eine der Anwendungsmöglichkeiten. Eine weitere möchten wir euch jetzt zeigen. Wo es darum geht, nochmal diese 3D-Informationen, die wir durch die Kinect bekommen können, umzusetzen in etwas anderes, 3D-Scannen. Ihr kennt alle 2D-Scannen, das ist letztendlich Kopieren. Kopierer machen das, Scanner, da legt man Papier drauf und dann eben wird daraus ein Abbild erstellt. Jetzt nochmal zu diesen Punkten, die erlauben uns ja, diese 3D-Informationen zu bekommen.
Und da hat jemand auch für die Kinect dann ein Programm geschrieben, was diese 3D-Informationen aufnimmt, um letztendlich damit dreidimensional Dinge oder Menschen zu scannen. Ja? Und das haben wir auch vorbereitet und da würde ich gerne bitten, dass der Frederik hier mal kurz herkommt, um euch das kurz zu demonstrieren. Ne? Ihr habt vielleicht hier auch diesen Kasten da mit dem Tuch beobachtet. Da bewegt sich auch etwas, manchmal kommen da auch Geräusche raus. Und das ist eine Sache, die jetzt damit eigentlich auch zusammenhängt. Frederik, setz dich mal hier hin. Frederik hat im Vorfeld da schon Probe gesessen. Und wir wollen jetzt ganz kurz dieses Programm zeigen. Ihr seht jetzt da oben, da blinkt jetzt diese Verbindung zu dieser Kinect. Das dauert ein paar Sekunden, bis er diese Verbindung herstellt. Und dann in diesem Raum, der hier dargestellt ist, wird dann gleich das Bild von dieser Kinect gezeigt. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auch dann, dass dort ein dreidimensionales Bild entsteht. Ja? Wenn du mal näher rangehst, können wir jetzt den Scan-Vorgang mal starten. Okay, vielleicht noch ein bisschen näher. Ne? Ich muss es neu starten. Abgestürztes Programm, ich starte es gleich nochmal neu. Das ist übrigens eine dieser Sachen, ne? Diese ganzen Programme, die es dort zumeist kostenlos gibt, das sind alles Programme, die sind in dem Sinne nicht professionell, dass sie alles getestet sind, sondern es sind Dinge, die noch zur Probe rausgegeben werden und deswegen auch so anfällig sind für Abstürze und Funktionen, die jetzt eben nicht so genau funktionieren. Wir probieren es gleich nochmal. Start jetzt nochmal. Ja, und jetzt seht ihr, wie der Frederik hier dreidimensional eingescannt wird. Da, wo der Bereich grün ist, das ist ein guter Bereich. Rot ist nur die Randbereiche. Und der Matthias geht es hier schnell außen rum. Und ich stoppe das jetzt mal an dieser Stelle. Und ihr könnt jetzt genau sehen, dass eben mit dieser Kinect, danke Frederik, ganz zurück, ein dreidimensionales Bild entstanden ist, ja? Zoomen hier mal ein bisschen näher ran. Da ist der Frederik. Wenn wir den ein bisschen drehen, könnt ihr sehen, dass das dreidimensional ist. Also wir könnten jetzt auch, wenn wir mehr Zeit hätten, natürlich auch hintenrum das Ganze erschließen. Und mit diesen Dingen kann man dann, und das haben wir eben vorbereitet, hier nochmal der Frederik, wir haben den nachbearbeitet, kann man ihn dreidimensional herausstellen auf dem Bildschirm. Ja? Also ihr könnt dreidimensional auch scannen mit diesem Gerät, was normalerweise eben für diese Spielekonsole gedacht ist. So, und was kann man jetzt damit tun? Ne? Vielleicht hat es jemand von euch schon gehört, vielleicht auch so gesehen, es gibt seit kurzer Zeit auch 3D-Drucker. Und wir haben jetzt mit Frederik im Vorfeld auch, also nach dem Einscannen auch hier aus gedruckt. Und vielleicht könnt ihr mal die Maschine enthüllen. Das sind jetzt solche 3D-Drucker, das sind auch selbstgebaute Geräte. Und der Florian und der Matthias als Studenten haben eben dieses Gerät gebaut. Und dieses Gerät ist in der Lage, diese dreidimensionale Datei aufzunehmen und eben dort zu produzieren. Und diese Maschinen funktionieren eigentlich so, dass es dort eine Ebene gibt, ähnlich wie diese XY-Ebene hier. Und über der XY-Ebene ist ein Druckkopf, da kommt ein Plastikzeugs raus. Das ist sehr heiß. In dem Moment, wo das raustritt aus dieser Düse, erkaltet es sofort und bleibt hart. Ja? Und damit kann man schichtweise diese Modelle erstellen. Hier ist es mal ein Kopf von einem Studenten, der hat sich das selbst eingescannt und dann auch ausgedruckt.
von verschiedenen Seiten. Wir können auch diese Köpfe, die werden gerade rumgegeben, könnt ihr anfassen und mal anschauen. Ihr werdet dort sehen, dass diese Modelle aus ganz feinen Schichten aufgebaut sind. Das resultierte daraus, dass dieser Druckkopf stufenweise eine Schicht nach der anderen aufeinander setzt. So, ihr kennt das wahrscheinlich, das ist Raumschiff Enterprise, und ihr wisst vielleicht auch, dass es dort sowas gibt, ja? Als Science Fiction damals, als Zukunftsgedanken aufgefasst, dort gibt es so etwas wie ein Replikator. Das heißt, es ist ein Gerät, was Dinge produziert. Ne? Der, wie sie alle heißen, der Data, der kommt da hin und sagt, ich hätte gerne einen Kaffee mit wenig Zucker, und dann entsteht das in dem Moment. Ja? Das ist natürlich Zukunftsmusik. Aber was ganz erstaunlich ist, dass mit dieser Technik, die heute da ist, etwas Ähnliches stattfindet, und ihr werdet es wahrscheinlich in den nächsten Jahren beobachten können, dass dort auch Dinge passieren, die sehr relevant sind für ein Alltagsleben. Zum Beispiel Waschmaschine, ein Teil geht kaputt. Wird in Zukunft, behaupte ich, so sein, man geht ins Internet, holt sich eine gewisse Datei, das ist Ersatzteil, runter, dreidimensional, und druckt es dann zu Hause aus auf einem 3D-Drucker und baut es in der Waschmaschine ein. Ja? Das geht heute im Prinzip, wenn das das richtige Material ist. Wir können die nachher die Maschine auch laufen, die Modelle werden gerade durchgegeben. Alles auf Basis eben, als Grundlage eben dieser Kinect. Ihr könnt es hier auf dem Video ganz gut beobachten, wie der Druckkopf stufenweise da vorgeht und dann die XY-Ebene dann, je nachdem, dann wieder auf oder ab geht. Okay? Als nächstes Beispiel noch einen Bereich, was mit Sound zu tun hat. Das wird euch Hendrik kurz erklären. Das war eine Diplomarbeit jetzt im vergangenen Semester von der Lisa. Bei der Arbeit ging es darum, dass wir versucht haben, Objekte, die in der Architektur passiert ja relativ viel am Computer. Man entwirft ein Gebäude am Computer, man entwirft Objekte am Computer. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie ist es denn für blinde Menschen? Blinde Menschen können ja diese Objekte nicht sehen und können nicht erfahren, wie sieht denn dieses Gebäude aus. Und haben angefangen, mit dieser Kinect-Technik zu versuchen, Gegenstände in einen Raum zu legen, virtuell, also nicht sichtbar, dass man quasi hier in der Luft so einen Würfel hat, wie hier. Und über die Annäherung mit der Hand werden Töne erzeugt. Und dadurch kann ich rausfinden, wo liegt dieses Objekt eigentlich im Raum. Also dass man versucht, auch mit dieser Technik natürlich Hilfsmittel zu entwickeln, um für blinde Menschen sowas auch erfahrbar zu machen. Objekte, die oder Entwürfe, die am Computer stattfinden. Auch in Kooperation mit Blinden hier am KIT, die dann eben uns auch Tipps gegeben haben, welche Art von Tonänderungen sind gut, eben um das zu verstehen, was virtuell als ein dreidimensionales Gebilde dort vorhanden ist, eben zu hören. Ein weiteres Projekt, was wir gemacht haben, ist, wir haben Maschinen angesteuert, und wir haben nicht irgendeine Maschine angesteuert, sondern wir haben ein Fluggerät angesteuert. Das ist das da. Das ist ein Spielzeug. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Eine Drohne heißt es. Und die kann man sehr einfach fliegen. Die haben sehr viele Sensoren, die einem sagen, dass es gerade ist oder nicht. Und wir haben das als Film hier mal mitgebracht. Also wir können das auch selbst steuern, aber wir sind vielleicht gute Wissenschaftler, aber keine guten Piloten. Das wollten wir jetzt euch sicherheitshalber nicht zumuten. Wir haben einen Film darüber gemacht. Und ihr könnt hier sehen, wie jetzt wiederum diese Kinect an den Rechner angeschlossen ist. Da im Hintergrund rechts könnt ihr die Drohne auf dem Boden sehen. Und hier oben auf dem Bildschirm seht ihr, wie der Student sich wiederum erfassen lässt von dieser Kinect und dann eine Sprache entwickelt hat, wie er jetzt zum Beispiel hier startet, um eben diese Drohne in die Luft zu bringen. Wenn ihr hier mal schaut, die Gestik hier nach links, nach rechts. Vielleicht kommt der Student auch ins Bild. Ihr seht hier, wie dieser
Joystick, die er aus der Kinect kennengelernt hat, steuert er dieses Fluggerät. Er kann nach vorne, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten fliegen. Ne? Nach oben. Ihr merkt, er ist noch ganz vorsichtig, weil es relativ ungewohnt ist, für Menschen das erstmal so zu steuern. Aber eigentlich könntet ihr mit der Kinect so arbeiten, dass ihr tatsächlich Flugbewegungen macht und auch ein normales Flugzeug, Modellflugzeug damit steuern könntet. So, lassen wir mal landen. Und kommen so langsam auch zum Ende. Wir wollen das ein bisschen zusammenfassen, was wir gelernt haben, was ihr mitnehmen solltet, unserer Meinung nach. Wir haben ja am Anfang damit begonnen, dass wir versucht haben, das, was mit dieser Kinect jetzt hier passiert, irgendwie einzuordnen in dem, was mit den ganzen Interaktionen, die man mit Rechnern macht, passiert. Ja? Tastatur, Maus, Berührung, Touch, ja, im Englischen, Sprache und eben jetzt sehr vehement mit Gestenarbeit, um mit einem Computer zu sprechen, zu kommunizieren. Und im nächsten Schritt vielleicht, das wissen wir auch noch nicht genau, eben durch die Gedanken dieses Ding steuern können. Ne? Wir haben dann gesehen, wie man diese Dinge schon heute nutzen kann. Wir haben euch kurz erklärt, was tatsächlich eigentlich passiert jetzt innerhalb von so einer Kinect, in dem eben Infrarot ausgesendet wird, gelesen wird und dann gibt es verschiedene mathematische Berechnungen, die Entfernung dann bestimmen kann. Wir haben euch gesagt, wenn man diese Entfernung, diese Koordinaten dann herausfindet, wie man sie speichert. Wir haben euch darauf hingewiesen, dass es eben diesen Begriff des Open Source gibt, Do It Yourself, was in den letzten Jahren ganz, ganz stark in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass man wahrscheinlich noch, wie noch nie zuvor in der Geschichte Dinge selbst machen kann. Ja? Und das wird euch, denke ich, auch als zukünftige Studenten vielleicht auch begleiten. Ihr könnt so viele Dinge selbst machen wie noch nie zuvor. Ja? Dinge, die sehr gut funktionieren, die sehr intelligent sind. Wir haben dann diese Beispiele gezeigt, des Programmierens, des Spielens auch, des 3D-Scans und auch solche Anwendungen wie eben das Hörbarmachen von virtuellen Objekten für blinde Menschen und schließlich eben auch diese Steuerung von Maschinen. So. Wir sind praktisch am Ende angelangt. Ihr könnt jetzt im Anschluss daran auch gerne hier vorkommen und dann werden wir schauen, dass wir möglichst viele noch von euch diese Dinge ausprobieren lassen können. Wir auf jeden Fall möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr wart ein sehr freundliches und nettes Publikum und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.